Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisen Banken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. Vor ziemlich genau einem Monat ist passiert, was sich eigentlich niemand mehr vorstellen konnte. Nach einem brutalen Überfall von der russischen Armee auf die Ukraine herrscht wieder Krieg in Europa. Die Betroffenheit ist gross, ebenso die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. Auch in unserem Land, auch in unserer Region. Mein heutiger Gast ist Marianne Kneubühler, ehemalige Kantonsrätin von Eiden. Sie ist hier als Geschäftsführerin vom Verein Parasolka, wo sich für Menschen mit einer Behinderung einsetzt und in der Ukraine ein Kinder- und Jugendheim und ein Wohnheim führt. Vielen Dank, Marianne Kneubühler, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke, dass ich darf kommen. Ja, die Heime, die von Parasolka betreut werden, liegen ja in Transkarpatien. Das ist ganz im Westen von der Ukraine, also zur Grenze zu Rumänien, Ungarn, Slowakei. Wie ist die aktuelle Lage dort in diesem Teil der Ukraine momentan? Ja, ich konnte gerade gestern WhatsAppen und mailen mit unserer NGO. Und es ist ruhig noch in den Transkarpatien. Zwar gibt es Fliegeralarm, also gestern hat es gerade am Tag gegeben. Wir mussten für 2 Stunden in Kauer und das sind ja auch nicht tolle Sachen. Aber im Allgemeinen ist es ruhig, man hat keine kriegerischen Handlungen. Es ist einfach so, dass so Haufen Flüchtlinge kommen. Die müssen betreut werden. Unsere Organisation GAMS versorgt die mit Unterkünften, mit Essen. Die gehen weiter, die bleiben an der Grenze. Ja, so, das ist ein bisschen die Situation. Und sie sind also gefordert, sie arbeiten manchmal 20 Stunden im Tag. Sie entladen auch Lastwagen, die kommen. Also verteilen sie Waren verteilen. Auseinandernehmen, weiterleiten oder dort brauchen, wo es eben in Uschgorod in der Hauptstadt. Das heisst, Sie sind eigentlich in regelmäßigem Kontakt, also vom Verein aus mit diesen Heimen? Ja, das ist so. Manchmal bis 2-3 Mal in der Woche. Also per Mail und WhatsApp kann man auch mehr. Oder? Wir wollen sie aber auch nicht gross stören, das müssen wir auch sagen. Die haben genug zu tun, wir versuchen uns wirklich zurückzuhalten und nur im äußersten Notfall sie zu kontaktieren. Die sagen mal, normale Tagesarbeit muss ja gleich irgendwie weitergehen in diesem Heim. Funktioniert das oder wird das stark beeinträchtigt jetzt durch die kriegerische Auseinandersetzung? Ja, es ist jetzt so, dass ich auch gestern gehört habe, dass in Vilshany, gerade in dem wirklich abgelegensten Heim, wo es 180 Leute hat, rund, also Bewohner, 34 Personen angekommen sind in den letzten Tagen. Und das ist natürlich eine rechte Herausforderung. Anscheinend sind es alles Frauen. Die ersten 14, glaube ich, sind zwischen 9 und 19 Jahre alt. Die sind mobil und der Rest ist also 9, sind glaube ich, auf Rollstuhl angewiesen und der Rest also schwerstbehinderte Bettlägerung. Und es hat nicht so rüde viel Platz in dem Vilshany für. Die 180 haben eigentlich das Heim gefüllt. Jetzt kommen 38 weitere dazu. Wir mussten Rehabilitationsräume, Aufenthaltsräume ummodeln für Unterkünfte. Das Personal fehlt noch. Er hat ein bisschen bekommen, unseren Direktor Bogdan. Aber 5 Personen, glaube ich, zusätzlich, das reicht hinten und vorne nicht. Wenn man weiss, die Schwerstbehinderten müssen also 24 Stunden betreuen. Man muss ihnen Essen eingeben, man muss die wickeln, die brauchen Körperpflege. Also mich freut es, wenn ich daran denke, wie es dort jetzt zu und her geht. Und in Vilshany haben sie auch keine Schutzräume. Also sie könnten jetzt nicht die Personen irgendwo verstecken oder versorgen. Das geht nicht. Im Wohnheim Parasolka sieht es ein bisschen anders aus. Dort sind ja auch ein bisschen die besseren, in Anführungszeichen, beeinträchtigten Personen. Die schauen ja selber für ihren Lebensunterhalt an. Also die arbeiten im Garten, die haben anscheinend jetzt schon 3 Häuser angesetzt. Auch im Bauen, wir haben ein Projekt für einen Anbau. Also wir wollen ja noch eine Tagesstätte richten dort. Überhaupt soll Parasol kann ein Zentrum werden für alle Angebote, die es eigentlich gibt im Behindertenbereich in Zukunft. Und die Direktorin, die baut anscheinend weiter.
Sie hat schon ausgebaut das letzte Jahr. Die fehlen jetzt einfach noch Möbel. Also Betten, Matratzen, Decken, alles, was in einem Schlafraum braucht. Anscheinend haben sie eine Kooperation, also eine Partnerschaft, die Gemeinde Tschatschiv mit einem kleinen Städtchen in der Nähe von Kiew, wo bombardiert worden ist. Und wenn die Evakuation zustande kommt, also wenn das gut kommt, dann werden dort Familien mit beeinträchtigten Personen ankommen und sie wird die aufnehmen. Was ich auch noch gehört habe, was sicher auch noch interessant ist, allen Orten, in der ganzen Ukraine und auch in diesen Heimen, verschneiden die Leute Kleider verschneiden. Das hat man jetzt wirklich gestern, ist mir fast ein bisschen eingefahren. Kleider verschneiden, machen so Bänder und knüpfen sie zusammenknüpfen für die Tarnnetz, für das Militär. Das also, ist ein bisschen die Situation, ja. Sehr schwierige, traurige Situation. Ja, auch. Ja. Man spürt auf der anderen Seite jetzt auch bis zu uns, oder ist da gekommen, eben die Solidaritätswelle, die Leute, die bereit sind, zu helfen, zu spenden, so wie gut das geht. Spürt ihr das auch? Also, haben die auch eine Spendeaktion lanciert vom Verein aus? Spürt ihr die Solidarität auch? Also, wir spüren die wahnsinnig. Es war ja noch schwierig, oder? Wir hatten eigentlich am Tag 2 nach dem Krieg die erste Zoom-Sitzung mit unseren Frauen in der Ukraine und haben dann ein Konzept so quasi beschlossen, haben am Sonntag, am 27. den ersten Spendenaufruf verschickt, an privat. Mails, also Adressen von uns, vom Vorstand und andere Leute, die wir gekannt haben, wo wir einfach private Leute angeschrieben haben, die haben das wieder weitergeleitet und wir haben eine wahnsinnige Welle erlebt. Am Montag habe ich den Brief verschickt an unsere Mitglieder, auch mit einem Spendenaufruf und das gibt eine Solidaritätswelle, eine wahnsinnige. Und ich bin auch dankbar für jeden, für ob 20 Franken kommen, ob 5'000 Franken kommen. Es ist grossartig und sie kommen von Firmen, sie kommen von Einzelpersonen, Haufen Privatpersonen. Aktionen werden gestartet, Vereine, Fußballclub, Theater, Fasnachtsgesellschaften. Also ich bin überrascht gewesen, was da alles kommt. Und was mich noch ganz toll dünkt, auch Stiftungen, wo man so ein Prozedere hat, mit Eingaben machen, beschreiben, alles Mögliche, da reicht hat im Moment den Aufruf gelenkt, schriftlich, und man kommt rasch ein Telefon über, sie fragen etwas nach und dann werden ein paar Tausend Franken überwiesen. Also das ist grossartig. Herzlichen Dank allen, die hier spenden. Geld ist sicher das Wichtigste im Moment, also das, wo man am besten einsetzen kann. Gibt es andere Güter oder so, die ihr auch sammeln? Oder gibt es einen besonderen Bedarf jetzt gerade für die Heime, wo sie sagen, wären wir auch froh darum? Also die Heime selber nicht, weil das, was wir jetzt gemacht haben, war mehr ein Notruf für einen Krieg, oder? Für die Menschen, die hier als Flüchtlinge ankommen in diesem Gebiet. Und dort fehlen halt nach wie vor auch Bettsachen, also Matratzen, Decken, Bettwäsche, Medikamente vor allem ist ein grosses Thema. Nahrungsmittel wird kommen, weil wir haben jetzt im Moment Grundnahrungsmittel hat es anscheinend noch genug herum. Und unsere Partnerorganisation die versorgt ja die Flüchtlinge auch mit Essen. Also an den Bahnhöfen, an den Grenzen, in Restaurants, wo es die Räume zur Verfügung stellen, geben sie Essen ausgeben mit Hilfspersonen. Also dort braucht es nach wie vor einfach Geld. Und Transport haben wir schon gemacht, also verschiedene. Und es ist aber einfach eine logistische Herausforderung. Wenn wir jetzt wieder schauen wollen, eine Sammelaktion machen für Möbel und Matratzen und alles Mögliche, dann braucht das einen Raum, wo man alles lagern kann. Das ist für uns eigentlich zu aufwendig. Kostet dann auch wieder irgendwie 2'000-3'000 Franken. Und wir haben aber, wenn es jetzt wirklich dazu käme, haben wir LIO, also Licht im Osten, oder Lifeline Help. Das ist eine Organisation, mit der wir auch zusammenarbeiten. Die haben gerade noch vor etwa 3-4 Wochen, 5 Wochen vielleicht, einen Transport in die Ukraine gemacht. Und das klappt auch so. Also wir könnten, wenn es unbedingt nötig wäre. Ja. Vielleicht grundsätzlich zum Verein Parasolka, das heisst übersetzt ja Regenschirm. Was kurz zusammengefasst sind eure Ziele, eure Aufgaben, die ihr euch gesetzt habt? Es gibt noch eine andere Bezeichnung und das heisst ein schützendes Dach. Und das gefällt mir fast noch ein bisschen besser, weil der Verein Parasolka versucht, diesen Menschen in der Ukraine mit Beeinträchtigungen lebenswerte Standards liefern eigentlich. Also zu post-sowjetischen Zeiten hatten ja die Menschen überhaupt keinen Wert. Wir haben ihnen auch gar nichts zutraut. Und wir versuchen jetzt, dass sie
zu essen haben sie und schlafen können sie auch. Also da ist der Stab verantwortlich, aber für Beschäftigung und alles andere, was dazukommt, tun wir uns einsetzen. Und vor allem haben wir versucht, das Denken in der ganzen Ukraine oder bei der Bevölkerung auch zu ändern. Eben, dass das lebenswerte Menschen sind, dass man aus denen etwas machen kann, dass die auch einen Wert haben, dass man mit denen arbeiten kann. Und es hat so ein angefangen, als die ersten Behördenvertreter so 2008 in die Schweiz gekommen sind und im Branding sind und die Augen fast zum Kopf ausgefallen sind, wo sie gesehen haben, was die Leute eigentlich arbeiten können und wie man mit ihnen umgeht. Und das hat man absolut nicht gekannt. Also, es kommt mir manchmal vor, man hat sie fast ein bisschen wie Tiere behandelt. Das ist ein bisschen böse, aber es ist so. Wir versuchen, diese Situation zu verbessern, auch mit natürlich mit Hilfe von Workshops und Physio- und Ergotherapie-Angebot ist jetzt durch die Pandemie und jetzt durch den Krieg wird wahrscheinlich alles ein bisschen zurückgeschoben. Aber wir werden das gleich weiterhin einsetzen. Ja. Es sind ja einige Leute in führender Funktion, auch aus unserer Region. Ich erwähne da sicher auch Monika Fischer, langjährige Präsidentin. Warum sind Sie dazu gekommen oder was hat Sie motiviert, da Geschäftsführung zu übernehmen bei diesem Verein? Ja, ich habe jetzt gerade das Stichwort bekommen. Monika Fischer war die mich eigentlich bewogen hat, in diesem Verein mitzumachen. Und zwar war es nach der Pensionierung so, dass ich gerne noch mich irgendwo eingesetzt hätte. Ich habe zwei, drei Sachen angeschaut, die mir nicht gepasst haben, weil ich ein bisschen Präferenzen hatte. Ich wollte ja nicht mehr auswärts irgendetwas machen oder so, sondern das daheim, wenn ich schöne Zeit habe. Und wir haben uns an einem Oberspaziergang irgendwo im Rädermoos immer uns begegnet und zwei Frauen halt so ins Gespräch kommen. Es hat sich das eine und andere gegeben. Und dann hat sie mir gesagt, du, ich habe etwas für dich. Ich glaube, wir wollen eine Geschäftsstelle einrichten und ich glaube, das wäre jetzt etwas für dich. Und ich bin an eine erste Sitzung gegangen und es hat funktioniert mit dem Vorstand und keine Probezeit, nichts. Ich bin eingestiegen, sind die Arbeiten, die mir gefallen. Ja, Administration, Buchhaltung und nebenbei eben der Kontakt mit den beeinträchtigten Menschen, die ich in meinem Leben eigentlich sonst nicht hatte. Jetzt haben Sie grosse Aufbauarbeit geleistet, also der Verein der letzten Jahre. Jetzt durch den Krieg könnte das alles wieder gefördert sein. Wie sehen Sie dem entgegen, mit Hoffnung? Oder wie ist die Lage im Moment? Ist das ein Ausbauprojekt, das Sie auch angesprochen haben? Sind die gefördert? Also, ich denke nicht, also ich hoffe es nicht, dass unsere Projekte irgendwie beschossen werden oder so. Also, ich glaube, sie sind abgelegen. Strategisch ist zu wenig wichtig, dass da etwas passieren wird. Aber wir wissen das natürlich nie. Aber gleich, durch das würde ich meinen, dass man, je nachdem, wie es halt rauskommt, weiterarbeiten kann. Das ist sowieso das Ziel. Wir wollen weiterarbeiten. Die Direktorin, der Direktor, Gams, das sind so krisenerprobte Leute. Also, dass ich überzeugt bin, dass das weitergeht. Sie sind ja eine langjährige aktive Politikerin. Vielleicht die Richtung noch eine Frage. Hat nach Ihrer Ansicht die Schweiz richtig reagiert? Könnte man mehr machen? Ja, also ich denke, mehr machen kann man immer, oder? Und ob das jetzt richtig ist, wie man da vorgegangen ist, kann ich eigentlich nicht beurteilen. Ich weiss einfach die Sachen aus den Medien. Und wir haben so viele verschiedene Player, die da reinreden. Ich glaube, da könnte der Bundesrat machen, was er will. Es wäre nicht richtig. Es ist eine traurige Lage im Moment, eine bedrückende Lage. Kritisch für die Ukraine. Man weiß nicht, was in den nächsten Tagen noch geht. Wahrscheinlich wird es eher noch schlimmer. Gibt es für Sie auch ein Zeichen von der Hoffnung, wo man sagt, mal, da habe ich jetzt Zuversicht, dass trotz allem wieder vorwärts geht? Ja, wenn ich die Leute kenne, wenn ich sehe, wie die engagiert sind, wie sie in der Vergangenheit gekämpft haben, dann habe ich schon das Gefühl, dass es wieder ein Auferstehen gibt. Aber es wird ein Kampf sein. Also. Marianne Gräubühler, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und alles, alles Gute in diesen schwierigen Zeiten, wo Sie hier tätig sein müssen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es gesehen. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche auch Ihnen trotz allem schöne Frühlingstage. Und hoffe, dass wir uns auch in einem Monat wieder sehen beim WB-Gespräch, im aktuellen Monatsinterview von Willi Sauerbott.
Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.